Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladürm, zu einem kleinen Informationsvideo auf diesem Kanal. Ja, heute ist es soweit. Heute muss ich euch mal eine kleine tragische Botschaft übermitteln. Ja. Schöne Zeit, es war eine gute Zeit, ich werde es immer in guter Erinnerung behalten. Ja, doch die letzten Tage, die letzten Monate, die haben mir so ein bisschen gezeigt, YouTube hat für mich keine Zukunft. Spätestens in anderthalb Jahren ist es eh vorbei für mich. Deshalb, ja, mache ich es jetzt. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich Schluss damit. Wenn es halt am besten ist, man soll ja aufhören, wenn es am besten ist. Deshalb jetzt zum Anfang des Monats oder zum Ende des Monats, im März, habe ich mir gedacht, ja, ich höre auf mit YouTube. Ja, nun ist offiziell, habe ich es mal gesagt. Bevor irgendwas anderes meinen Kanal tötet, bevor ich unfreiwillig damit aufhören muss, sage ich, mache ich jetzt einen Cut, mache ich das zu Ende. War eine schöne Zeit. Ja, danke an euch. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Es war eine tolle Zeit, tolle 3 Jahre, die ich auf YouTube verbracht habe. Kann man so sagen. War eine spitzenmäßige Zeit. Man sieht sich irgendwo anders wieder. Vielleicht fange ich jetzt eine Karriere irgendwo anders an. Vielleicht mal sehen, vielleicht kommt da irgendwas. Ich hatte schon viele Hobbys. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht lerne ich ja stricken. Vielleicht, ja, suche ich mir eine andere Beschäftigung. Ja, traurig, aber nun muss das mal gesagt werden. Es ist vorbei, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Es ist vorbei. Machen muss, nicht allzu lang. Und ich sage, ja, morgen gibt es noch einen kleinen Best-of Zwergenfürst-LP. Ja, um nochmal die ganze Zeit, die schönen 3 Jahre Zwergenfürst-LP Revue passieren zu lassen, da nochmal die besten Szenen zu zeigen. Da habe ich schon was vorbereitet. Freue mich drauf, das morgen noch das letzte Video auf meinem Kanal ausstrahlen zu können. Und dann war's das leider mit Zwergenfürst-LP und ja, so nimmt das Ganze Anfang April oder Ende März sein Ende. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann mal wieder. Man sieht sich. Haut rein, habt einen angenehmen fürstlichen Tag. Ihr wart spitze. Ihr seid die Besten. Bleibt wie ihr seid. Ciao, ciao. Müssen wir das Ganze natürlich noch aufklären. Ja, falls das noch nicht aufgeklärt ist, falls das sich noch nicht von selbst geklärt hat. Heute ist natürlich der 1. April. Da habe ich euch herrlich in den April geschickt. Ich wollte es auch mal probieren. Ich wollte auch mal, hat ja noch niemand auf YouTube gemacht. Ich habe es noch nicht gemacht, deshalb, ja, habe ich mir mal gedacht, machst du den Gag mal. Der ist schon so ausgelutscht und so scheiße, aber ja, warum nicht? Einmal muss man es auch mal probiert haben und ja, da habe ich es auch mal gemacht. Haben wir das abgehakt, muss ich das nicht nochmal machen. Nächstes Jahr wieder was genauso Schlechtes, aber
Ich höre auf mit YouTube. April-Scherz. Ja. Schreibt doch einfach mal, wenn ihr bis hier dran geblieben seid, Hashtag ZwergiForever in die Kommentare. Einfach mal, einfach so als Statement. Vielleicht noch mit einem traurigen Smiley hinten dran. Ja, Hashtag ZwergiForever. Mit einer 4 noch zwischendrin. ZwergiForever. Und dann das traurige Smiley. Dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und dass ihr dem Ende meines Kanals traurig entgegenblickt. Gänsefüßchen. Morgen geht's wieder was Richtiges, morgen geht's wieder was Gutes. Ich weiß auch nicht. 1. April, ich halt nicht viel von, bin ich so ein April-Scherz-Fan. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin da kein Experte für. Die letzten April-Scherze auf meinem Kanal waren auch nicht viel besser. Naja, haut rein, habe ich ja schon gesagt, alles was gesagt werden muss, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, stell mir vor, jemand, der gerade auf meinen Kanal kommt, der heute neu ist und das Video sieht. Ja, lasst uns gut sein, bis dahin, ciao, ciao. So, Take One, 1. April 2019. Auf Zwergenfürst LP. Ich glaub's ja selbst nicht. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge. Lal. Tragische Botschaft. Das ist auf meinem Kanal nicht so. Ich kann das nicht. Ich kann nicht ernst sein. Haben mir gezeigt, das ist auf meinem Kanal. Ja, seien wir mal ernst. Seien wir mal ernst. Be serious. Wo war ich stehen geblieben? Zeug für die Outtakes. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, fange ich jetzt nochmal von vorne an? Ja.